Check one, check two, hässliche Fresse, check one. Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Neue Kamera am Start, neues Format am Start, Döner-Check. Mehmet gegen Podolski-Döner. Mich würde brennend interessieren, deshalb haut die Kommentare voll. Was sagt ihr zu diesem Format? Welchen Döner soll ich als nächstes antreten lassen? Denn der nächste Döner, den ihr auswählt in den Kommentaren, wird gegen den Berlin-Döner antreten, gegen diesen Gemüsedöner. Da werde ich als nächstes hinfahren. Und haut mir auch mal in die Kommentare voll, wie ihr euren Döner esst. In diesem Video werde ich meinen Döner mit klassisch alles, Kalb natürlich und zwei Soßen essen. Soßen sind nicht überall gleich, muss ich deshalb variieren, aber ich versuche die Bedingungen so gleich wie möglich zu halten. Wie wird das Video ablaufen? Ich werde jetzt gleich erstmal zu Mehmet steppen, werde den Döner testen, werde aber die Endbewertung noch nicht abgeben. Ich werde nur sagen, wie es ungefähr ist, wie es mir geschmeckt hat, aber werde keine Endzahl abgeben. Die Endbewertung wird in einer Note von 1 bis 10 stattfinden, mit Kommazahl, weil das sonst irgendwann zu kritisch wird. Ich will ja irgendwann den besten Döner Deutschlands auswählen. Und danach werde ich nach Köln fahren, werde da den Döner von Podolski testen. Wenn er mich einlädt, bin ich natürlich dabei, und wenn nicht, dann bin ich irgendwo in Köln unterwegs. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, habe ich vergessen. Ja, den werde ich testen. So, werde da meine Bewertung abgeben. Also erstmal grob, wie hat er mir geschmeckt. Und dann ganz am Ende vom Video werde ich sagen, wer der Gewinner ist. Die genaue Bewertung, es fängt jetzt an zu regnen, Abfuck, aber egal. Ja, so wird es sein. Ich muss euch sagen, Mehmet Döner habe ich noch nie gegessen, Podolski Döner auch nicht, weil ich ewig keinen Döner mehr gegessen habe. Das heißt nicht, dass ich die Lizenz zum Döner testen. Ich habe schon vor YouTube Döner getestet, also ich bin absoluter Döner-Experte. Jetzt werden wir ab zu Mehmet. Da habe ich das erste Mal Gras geholt in meinem Leben. Also mein erster Dealer. Da ist mein Fahrrad. Da bin ich Schlitten gefahren früher. Und da hinten geht's ab zu Mehmet. Jalla. Mehmet ist da vorne angepeilt. Ich habe hier noch mal ein paar Ehrenjungs getroffen. Mecklenburg-Vorpommern, sagtet ihr, ne? Die Jungs sind gehypt, haben auch den Döner noch nicht gegessen. Ich ja auch nicht, wie ihr wisst. Jungs, was ist eure Stellungnahme jetzt dazu? Was erwartet euch gleich? Was denkt ihr? Wird's geil oder wird's geil? Saftig, knaftig, köstlich, schmächtlich. Ja, Mann. Da kommt ihr direkt mit, oder was? Ja, jalla, jalla. Ach, Jungs, kann mir einer gefallen, tu mein Fahrradteam. Ja, Ehre. So, schauen wir mal. Aber ihr kriegt keinen extra Bonus, Jungs. Ich krieg nämlich direkt Döner. Das ist für euch leider heute nicht drin. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Dicke Schlange. Ist immer so bei Mehmet. Außer nachts um 12 Uhr, da hat er auch nicht auf. So, dann erstmal guten Hunger euch, Jungs. Ne? So, ich muss mich mal vordrängeln einmal. Hallöchen. Moin, moin. Na, Jungs, grüßt euch. Hi, Mehmet. Na, alles gut? Lang nicht gesehen. Ja, läuft, läuft. Ich war letzt bei dir, wollte grillen. Ihr wart nicht zu Hause. So, Jungs, ihr wisst ja, ich teste heute euren Döner. Ich habe ja noch nie deinen Döner gegessen, Mehmet, weil ich habe 5 Jahre keinen Döner gegessen. Und weißt du, was das Special ist, Mehmet? Ich mache direkt einen Vergleich. Hast du schon mal von Lukas Podolski Döner gehört? In Köln, dieser Lukas Podolski hat Döner. Ich mache direkt einen Vergleich, wer von euch besser ist. Warum glaubst du, wird euer Döner gewinnen gegen Lukas Podolski? Warum? Ja. Weil es einfach Mehmet mit Liebe macht. Ja, Mann, ist so. Er macht das überall mit Liebe, ne? Ja. Ja, korrekt. Dann warte ich mal eben noch, bis ihr da fertig seid, dann gebe ich mal meine Bestellung ab. Meine Döner machen mit allem Sauerkraut. Alles, aber keine Tomaten, Gurken, bitte. Keine Tomaten, Gurken. Genau, sonst alles. Und dann nehme ich, glaube ich, Aubergine und Tzatziki. Okay. Ja? Cocktail auch. Glaubst du, Cocktail gut? Sehr gut. Ja, dann nehme ich Cocktail und Tzatziki. Aber weißt du was, Holger, du probierst einfach erstmal die Soßen, dann sagst du... Aber ich kenne die Soßen noch. Ich kenne die Soßen noch. Cocktail ist... Okay, Mehmet, gib noch mal. Das ist Cocktail jetzt? Mhm. Saftig. Knaftig. Ja, saftig. Du bist Buxtehude? Ja, ich bin hier im Buxtehude. Also kennst du Döner schon, ne? Ja, ja, Döner, Mehmet. Hast du eine Mutter im, ja, sag ich mal, noch irgendwo in meinem Altersbereich? You play the motorboat? Nee. Nee? Schade, schade. Gut. Ach, danke dir, Mehmet. Ich werde mal eben um die Ecke gehen, Mehmet. Dann teste ich und dann komme ich gleich nochmal wieder, ne? Danke euch, bis gleich. Dankeschön, dankeschön. So, jetzt wird Döner getestet. Jetzt wird getestet. Ich muss mal gucken, dass ich meine Kamera hier irgendwie gut platziere. Habt gesehen. Mahlzeit. Moin, Jungs. Darf ich euch kurz aufnehmen hier? Ja, ja. Ja, perfekt. Ihr seid Buxtehude? Aus der Schweiz. Ihr kommt extra hier, um Döner zu essen. Ja, ja. Heftig. Leute, da seht ihr mal, wo die Leute ganz herkommen. Krass. Und ihr habt jetzt gerade gegessen? Ja, ja. Und seid ihr begeistert? Sehr gut, ja. Hat sich gelohnt, die Fahrt? Absolut, ja. Okay, heftig. Das sind Maßstäbe hier. So, jetzt gucke ich mal, dass ich meine Kamera hier irgendwie platziere. Ah, scheiße, ich platziere jetzt erstmal nicht mehr. Ihr wollt mich ja eh nicht beim Fressen wahrscheinlich sehen. Sondern ich fresse jetzt erstmal und dann geht's weiter.
So, Döner aufgegessen. Ihr wisst ja, mir liegt es sehr daran. Es gibt ja diesen gewissen Hype immer. Ich habe es vorhin gesagt. Deshalb war ich auch beim Ratar-Grill. Kolbstraße. Wo ein Riesenhype war. Wer das Urteil sehen will, muss das Video sich angucken. Ich blende es am Ende des Videos ein. Dazu einen schönen frischen Eidern. Und mir geht es darum, unbeschönt irgendwie meine Meinung darzustellen. Mäßig. Wie schon erwähnt, werde ich jetzt erstmal grob sagen, wie der Döner war, ohne es genau zu bewerten. Danach geht es zum Podolski-Döner. Also erstmal so die groben Facts. Brot auf den Punkt. War wunderbar. Kein selbstgemachtes Brot, aber auf den Punkt. Salat frisch. Fleisch war sehr lecker. Am Anfang allerdings so ein klein bisschen habe ich Knorpel drin gehabt. Das kenne ich noch von früher. Das war in dem Moment halt nicht so gut. Was heißt in dem Moment? Aber mal schauen. Das sind die groben Facts. Soßen, babamäßig. Babamäßige Soßen. Ich kenne die Soßen von Mehmet schon. Die in Kombi mit dem Döner einfach Traum. So, das ist grob erstmal. Meine Bewertung zum Döner war eine super Portion. Ich gucke gleich nochmal, also war ordentlich was drin, ordentlich Fleisch schon. Ich gucke nochmal Preis. Ich habe schon Preis wieder vergessen. Blende ich gleich ein, weil ich das nicht weiß. Genau. Und das erstmal zu Mehmets Döner. Jetzt geht es tatsächlich erstmal weiter nach Köln. Sonne Scheiße. Weiter im Video 6.50 Uhr. Ich wollte schlau sein, Flixtrain nehmen. 50 Euro sparen für eine Fahrt, aber leider musste ich jetzt früh aufstehen. Bahn kommt um 9 Uhr. Jetzt muss ich mich erstmal fresh machen, Sachen gepackt gestern, ja, und jetzt geht's ab nach Köln. Ah, ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Yalla mahala, ab nach Köln. Platzsuche. Sag euch ehrlich, ich habe diesmal Flixtrain gewählt. Letztes Mal immer Bahn, aber 60 Euro teurer gewesen. Das heißt, diesmal Flixtrain. Platzreservierung 25 Euro. Das ist doch ein Schnabber. Ja, 60 Euro gespart. Und es sieht schmackhaftig aus. Wir begrüßen alle Fahrgäste hier an Bord vom Flixtrain auf dem Weg nach Köln über Osnabrück, Münster, Gelsenkirchen, Silvana, Sarafina und Düsseldorf. Pascal. Wünsche eine angenehme Reise. Nächster Zug ist dann Osnabrück. Ab geht's, in Köln angekommen. Ich habe mal wieder keine Ahnung, ich bin tausendmal falsch gefahren und ich nehme jetzt ein Taxi. Ich nehme ein Taxi und fahre damit zum Lukas Podolski-Döner. Ah. Ja, hallöchen, Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Sie haben ja schon mitbekommen, Lukas Podolski-Döner, ja, ne? Ja, gerade gehört, ja. Ja, geil. Ich mache nämlich einen Döner-Check. Wo denn? Hier auf der Neusser Straße oder in der Stadt? Ist oder? Egal. Ich brauche nur den Lukas Podolski-Döner. Und man kann sagen, ich bin Döner-Experte. Also, ja. Döner-Experte? Ja, ja. Dann ist sie gut. Also, in Buxhude, wo ich herkomme, da habe ich einen Spitznamen. Aha. Raten Sie mal, was habe ich für einen Spitznamen? Der Döner-Profi. Nee, Meister aller Klassen. Meister aller Klassen. Oh. Nennen Sie mich Snake. Ja, super. Ja, ja. Okay, dann fahren wir mal los. Ne? Okay. Perfekt, danke schön. Eine sehr nette Frau eben. Sehr nette Frau. Jetzt sind wir angekommen beim Mangal-Döner. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie er heißt. Ich habe es die ganze Zeit verplant. Jetzt gehen wir rein. Ich hoffe sehr, dass ich da filmen kann. Ich werde mal gleich erst mal fragen. Und dann, ich habe Hunger. Ich schwöre es euch, ewig gebraucht jetzt vom Bahnhof hierher. So sieht es ja aus, Leute, dass ihr schon mal einen Eindruck habt. Das ist der Podolski-Döner-Spieß. Danke. Und da hinten wird gleich gesnackt. Oh, also jetzt bin ich dran. Ich werde einen normalen Döner nehmen. Mit dem saftigen, selbstgemachten Brot. Salat alles, außer Tomaten, Gurken. Und was für Soßen habt ihr? Scharf, da bin ich gekocht. Dann nehme ich scharf und Tzatziki, bitte. Hälfte oder Kalbsbrot? Mit Kalbfleisch. Perfekt. Ich muss ja sagen, das Brot sieht richtig lecker aus. Das ist selbstgemacht. Fleisch verliere ich gleich mal ein Wort drüber. Wenn ich nicht mehr hier bin. Ja, scharf und Tzatziki hätte ich gerne. Scharf und Tzatziki, genau. Mit Kalbfleisch? Kalbfleisch, genau, und alles außer Tomatengurken. Ist das Schafskäse? Nee, danke, danke. Also Schafskäse würde ich jetzt nicht nehmen, um einfach den Vergleich zu haben, dass es ungefähr gleich ist vom Döner. Ja, weil bei Mehmet habe ich auch keinen Döner, kein Döner genommen, keinen Schafskäse genommen. Also gleiche Bedingung. Perfekt, danke schön. Bezahle ich gleich oder jetzt? Jetzt geht's ab zum Platz. So sieht er aus, Leute. So sieht er aus. Sieht vielversprechend aus, muss ich sagen. Jetzt vorab schon mal, ohne irgendein Urteil zu treffen. Ihr habt ja den Spieß gesehen. Es war mehr so ein bisschen, sag ich mal, Hackfleischspieß. Ganz anders als bei Mehmet, da war das so geschichtet. Ich habe mir mal sagen lassen, Qualität zeichnet sich dadurch aus beim Döner, dass halt mehr Schichten sind, dass man das Fleisch noch mehr sieht und dass es halt nicht diese Hackfleischmasse ist. Aber letztendlich geht es hier um Geschmack. Ich will nicht die Qualität vom Fleisch bewerten, sondern erstmal nur den Geschmack.
So, also jetzt vorab, bevor die Bewertung kommt, muss ich Folgendes sagen. Wirklich nur ein, zwei Fakten. Brot wirklich sehr individuell. Verhältnis Salat zum Fleisch sehr gut. Nicht so viel Fleisch wie bei Mehmet, aber das Verhältnis war sehr gut. Salat frisch, an sich alles perfekt. So Freunde, ihr habt lange drauf gewartet, jetzt die Bewertung, das finale Urteil von mir. Hier am Anfang vom Video gesagt, Bewertung von 1 bis 10. Ich werde jetzt nochmal ein, zwei Sachen jeweils zu dem Döner verlieren, so ein bisschen pro, contra oder eventuell auch gar kein contra, gar kein pro, wer weiß. Und zum Schluss die Bewertung verkünden. Mehmet. Mehmets Döner. Brot auf den Punkt. Eigene Soßen, was so der Special ist, finde ich, an Mehmet, so dass er wirklich diese individuellen Soßen, die er in seiner Theke liegen hat, wo man sich aus 6, 7 Soßen was aussuchen kann. Geile Soßen. Viel Fleisch im Döner, was ja nicht unbedingt sehr gut sein muss. Andere Döner machen extra ja, 50-50 Gemüse oder ein bisschen mehr Gemüse. Also das sei erstmal dahingestellt, dass ich ein bisschen Knorpel beim Döner hatte am Anfang obendrauf. Das lasse ich mal weg von der Bewertung, weil das kann mal passieren, obendrauf ein bisschen Knorpel. Ich bewerte nur den Döner so, wie er ist. Das erstmal zu Mehmets Döner. Der Lukas Podolski Döner. Was heraussticht wirklich ist das Brot. Das Brot ist babamäßig. Das hebt sich halt ab zu anderem Brot. Fleisch, okay, von der Qualität würde ich jetzt überhaupt ein schlechter, aber ich lasse es auch weg, weil ich nur den Geschmack beurteile. Salat frisch, wie auch bei Mehmet. Gutes Verhältnis zum Fleisch zu Salat. Und ihr kriegt jetzt erstmal die Bewertung von mir zum Lukas Podolski Döner. Ich finde, es war ein wirklich guter Döner. Er hat mir gut geschmeckt, er hat mir wirklich gut geschmeckt. Ich habe nicht wirklich was auszusetzen. Deshalb kriegt der Lukas Podolski Döner von mir in der Gesamtbewertung alles zusammen 7,5 von möglichen 10 Punkten. Das ist der Lukas Podolski Döner. 7,5. Ich finde eine gute Bewertung. Eine gute Bewertung. Jetzt Mehmet. Mehmets Döner ist ein guter Döner. Er hat mir wirklich gut geschmeckt. Ich muss sagen, er hat mir wirklich gut geschmeckt. Ich gebe Mehmets Döner eine Bewertung von 7 Punkten. 7 Punkte. Und das möchte ich auch begründen. Wir sprechen ja immer von Hype. Und wir haben gesagt, wir müssen knallhart sein bei der Bewertung. Ich habe das gesagt. Und unabhängig davon, ich liebe Mehmet. Ich liebe sein Essen, bei ihm zu grillen und alles. Und es heißt ja nicht, wenn ich jetzt euch sage, ich finde, der Hype in beiden Fällen, wie ich finde, ist ein zu krasses Wort, ist irgendwo nicht gerecht, ist, sagen wir es klar, ist nicht gerechtfertigt. Hype ist für mich, wenn ein Gericht, wo ich essen gehe, ob es jetzt die Kategorie Pizza ist, Burger oder sonst was, 10 von 10 Punkten hat oder 9,5, dann ist es für mich ein Hype. Und es ist ja letztlich Geschmackssache und es ist nicht böse gemeint und nicht schlecht. Die Döner waren beide gut. Ich fand letztendlich den Lukas Podolski Döner etwas besser. Bitches. You win. Etwas besser, aber es sind beides gute Döner. Es sind wirklich gute Döner und jeder würde dieses Urteil wahrscheinlich anders treffen. Also jeder hat seinen eigenen Geschmack, das würde ich damit sagen. Die gleiche Bewertung würde nirgendwo bei rauskommen. Ja, das ist meine Bewertung. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also mir bringt das mehr als Spaß. Ich liebe das, diese Restaurants, Döner-Check, vielleicht als nächstes Pizza-Check oder wie auch immer. Haut mir, wie gesagt, den Gegner vom Berlin-Döner raus. Der machen wir zum Schluss so eine Gesamtbewertung. Berlin-Döner gegen anderen. Und wer ist zum Schluss on top von den bisher vier getesteten Dönern? Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Schreibt mir was in die Kommentare, wen soll ich testen, was soll ich testen. Ja, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Oh, meine Stimme ist geschwächt. Hat Spaß gemacht und ich sag bis zum nächsten Mal.